Kann ich mal. Nee, ich kann nicht beides tragen. Okay. Ach Gott, hier war Mutti gerade auch schon, ne? Alter! Kind, muss das sein? Oh nein, jetzt haben wir hier einen Irrgarten. Wir brauchen. Doch hier lang. Oder auch nicht? Die Kleinen führen mich hier in die Irre, ne? Ich scheine hier aber richtig zu sein. Mutti? Kann ich hier irgendwas machen? Ach, den Kiefer. Was? Ich dachte, ich wäre in diesem Labyrinth. Nimmt sich ein Lappenwisch. Ja, danke. Danke, sehr nett. Ich dachte, ich wäre in diesem Labyrinth verloren. Wie passt ein so großes Labyrinth in dieses Haus? Und wer hat diese Teile versteckt? Wer immer es auch war, wollte sicher nicht, dass sie gefunden werden. Ein Teil fehlt noch. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Okay. Alles klar. Ich bin irritiert. Scheiße. Ah. So rechts, ne? So. Hier ist auch alles voller Blut. So, jetzt. Die Tür mit dem roten Zeichen steht nun offen. Dort wirst du die Wahrheit finden.
Ach du lieber Gott. Boah, wo war denn diese Tür? Die Tür mit dem roten Zeichen. So eine Tür habe ich im zweiten Stock des linken Flügels gesehen. Warte. Doch, die. Das geht zu schnell. BB, Olli. So eine Tür, da halt die Wahrheit finden würde. Was wird mich dort erwarten? Wessen Zimmer ist das überhaupt gewesen? Wahrscheinlich deins. Ich vermute ganz stark, dass es deins war. Müssen da hinten hin. Ne? Ich vermute ganz stark, dass es seins war. Da kamen wir ja, glaube ich, nicht durch. Alter! Was erlaubst du dir? Hör mal, was hängt die hier rum? Oh. Ich krieg nur eine Herzkappe heute. Aber dass wir den Jumpscare ausgelöst haben, zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, wir haben nun mal jetzt keinen. Da war die Tür. Und das hier wird vermutlich mein Zimmer gewesen sein. Hier werde ich drin gewesen sein, oder? Oh, hier sind aber sehr viele Zettel. Da ist ein Zettel. Und da ist ein Zettel. Sollen wir erst das Tagebuch lesen? Komm. Ach du lieber Gott. Ich vermisse die. Halt die Klappe! 15. September 1900. Gestern Abend wurden die Kinder von einer starken Fieber geplagt. Ich bin sofort in Tamsins Zimmer geeilt, um einen Erste-Hilfe-Kasten zu holen. Als ich den Raum betreten habe, hat sich mir ein schreckliches Bild geboten. Sie saß in der Mitte des Raumes, vor ihr lag diese verdammte Puppe. Um sie herum war ein Kreis mit Symbolen aufgezeichnet. Und überall waren Tierkadaver verteilt. Tamsin saß in der Mitte dieser Abscheulichkeiten und murmelte etwas vor sich hin. Mir war auf einmal alles klar, sie ist eine Hexe. Danach weiß ich nur noch, dass ich mit ihr gekämpft habe, dann verblassen meine Erinnerungen. Ich weiß, dass ich sie in den weit entferntesten Raum gezerrt und dort eingesperrt habe. Dann ließ auch e endlich das Fieber bei den Kindern nach und sie fühlten sich besser. Ich habe die vermaledeite Puppe in der Truhe versteckt, damit sie niemand je wieder findet. Ich weiß nicht, was die Hexe mit dieser Puppe vorhatte. Jetzt habe ich meine Medizin eingenommen, um mich zu beruhigen. Morgen werde ich mich zuallererst um die Hexe kümmern müssen. Hat sie die gehängt, ja? Kann das sein? All that woman's fault. She took my entire family away. Kann das sein, dass sie die Hexe gehängt hat? There's something missing here. Irgendwas fehlt hier. Ja, die andere Hälfte. Wie sperrt man eine Seele in eine Puppe? Da fehlt die zweite Hälfte von. Sperrt man eine Seele? So, wir brauchen das dritte Teil. Ja, aber wo finden wir jetzt, wahrscheinlich in der Bibliothek, oder? Hallo Stefan. Ist das Ihr Zimmer? Ist das das Zimmer von der Perle? Möglich, ne? Von der Tamsin oder wie die hieß? Wo müssen wir denn jetzt hin?
Ja, da drüben im Zimmer, aber ich habe doch. Habe ich in meinem Inventar irgendwas, was ich nutzen kann? Nee. Eigentlich ist es ja so, dass du mit diesem Monokel. Kann ich hier. Kann ich das drehen? Nein, kann ich nicht. Zoomen könnte ich. Wir brauchen definitiv. Ist das Zeichen nach oben, ne? Wir müssen hier eine Etage drüber. Was ist denn hier drüber? Was ist denn hier drüber? So, mal gucken, was ist denn genau hier drüber? Hier ist das Kinderzimmer. Genau da drüber müsste ein Zimmer sein. Ach Gott, du hast mich doch gerade schon erschreckt, Pflaume. Ich glaube hier rüber, ne? Ist das Ding da? Ja. Guten Abend, Vampirella. Dann werden wir jetzt wohl hier rein müssen. Ist so meine Vermutung. In eins der Zimmer. Da waren wir schon drin. Hier können wir nicht rein. Warte mal. Okay, nur entweder das hier. Wir suchen die zweite Hälfte vom Zettel, ne? Scheint aber nicht hier in dem Zimmer zu sein. Er schreckt mich noch vor meinem Schatten. Ja, dann muss es ja das hier sein. Komme ich gar nicht hinter? Kann ich jetzt hier was wegziehen? Oder ist es ganz unten? Aber das Ding zeigt nach oben. Da war ja noch ein Zimmer. Haben wir da gar nicht geguckt? Nee, das ist hier zu. Den können wir benutzen. Nee. Kein Dachboden oder Dienst. Ja, wir suchen halt noch einen zweiten Zettel. Ich weiß halt nicht, wo ich den suchen soll. Hier sind alle zu.
Ach Gott. Wo finde ich denn jetzt ein Zahlenschloss? Schlüssel. So, hier waren wir gerade, ne? Hier hat uns Mutti ja gerade besucht. Wir müssen halt jetzt den dritten Puppenteil holen. Aber wir brauchen... Kann man den verschieben? Warte mal. Habe ich ja gar nicht dran gedacht. So, Etage tiefer war der, ne? Warte, warte, warte. Aber wir können vorher noch mal ins Zimmer gucken und gucken, was auf dem Bild drauf ist. So. Open the door. Finde das letzte Teil. Und die Uhr muss auf 1, ne? Denk dran. Warte mal. Genau, da hing ja Püppi. Also der Weg war auf jeden Fall schon mal richtig hier. Ja. So, hier war der Schrank. Ja. Was? In dem Moment, als ich das letzte Teil gefunden habe, hat es mir ein kleiner Junge gestohlen. Das muss Timmy gewesen sein. Ich muss ihn kriegen. Ja, und wie kriege ich Timmy jetzt? Catch me up. Ach, Timmy! Timmy? Wo ist der kleine Racker hingelaufen? Ja, jetzt muss ich auch noch Fangen spielen. Timmy? Ah, da. Timmy, was soll das, Brüderchen? Was du denn? Ich krieg dich sowieso nicht. Soll man denn bitte gegen den Geist eine Chance haben? Kann ich jetzt da rein? Timmy? Der ist auf dem... Oh Gott, der ist auf dem Dachboden. Nein. Wer hat gerade gesagt, es gibt keinen Dachboden? Der möge sich bitte ohrfeigen. Olli, in die Ecke mit dir. Boah, nein, ey. Ich bin Timmy bis auf den Dachboden hinterhergejagt, wo er sich dann eingeschlossen hat. Was? Ich habe den letzten Teil der Puppe nicht bekommen. Ich sollte es der Puppe besser sagen. Ja. Dann gehe ich mal zur Puppe. Thank you.
Die Etage, auf der du bist, hat kein. Ja. Oh Mann. Nicht nur, dass ich die Körperteile von der Puppe suchen muss, jetzt muss ich mich auch noch mit den Geistern meiner Brüder umschlagen. Hi. Who are they? Der Fluch zehrt seit vielen Jahren an. Es verändert, manchmal sind wir nicht wir selbst. Finde 5 rituelle Zeichnungen und zerstöre sie. Auf dem Dachboden oder wo? Kann ich die hier durchsehen? Nein. Was habe ich denn da gesehen? Feuer, ne? Oder? Sind das Zeichnungen? Warte. Ist das eine rituelle Zeichnung? Ach, unten, oder? Noch eine runter. Beugt euch. Ophi-fick. Auch ein netter Name. Dankeschön fürs Folgen. Schön, dass du da bist. Wo muss ich das Ding? Ah, ich muss nach unten. Oh, das hat's aber geleckt. So, jetzt mal gucken. Kommen wir? Nö, komm ich gar nicht. Oder muss ich auf dem Dachboden die sammeln? Was meint ihr? Kann das sein, dass ich auf dem Dachboden muss, die sammeln? Weil den Schlüssel für den Dachboden habe ich ja. Probieren wir mal, komm. So, wo ist der Kleine? Der ist nach oben gerannt, ne? Ja. Gucken wir mal, ob wir da oben hinkommen. Die kann ich anfassen. Wie soll ich da hinkommen? Wahrscheinlich gibt es hier extra noch eine Tür irgendwo. Die ist auch offen. Die ist offen. Die ist der nicht? Hä? Jetzt muss ich. Wo war denn noch eine abgeschlossene Tür? Da vorne. Oder war die mittlerweile offen? Nee. Weißt du, wo der ist? Ich habe mittlerweile. Gibt's da keine Karte? Die Orientierung so ein bisschen in diesem Haus verloren. So ein bisschen. Vielleicht hier? Nope.
Nochmal durchs ganze Haus wandert. Ah, da hinten könnte die erste Zeichnung sein. Denk dran, hier ist ein Schrank. Müssen wir aber jetzt irgendwie rechts. Aha. Ach du lieber Gott. Find the picture of the sun. Finde die Sonne, finde die Sonne, finde die Sonne in der Bibliothek. Oh mein Gott. Finde die Sonne. Finde die Sonne. Alter, was eine Bibliothek, wa? Irgendwas ist passiert. Irgendwas haben wir gemacht. Finde die Sonne. Naja. Aber wir sollen ja jetzt erstmal finde die Sonne. Da. Das sind Maden. Ist hier noch irgendwas? Jetzt. Oder? Finde die Sonne, finde die Sonne, finde die Sonne. Was haben wir denn da? Akonit, es zählt zu den Hexenpflanzen. Für die. Das ist eine Auf. Das ist der Aufziehschlüssel für die Spieluhr. Welche Spieluhr? Das ist die Fläche hier, ja. Ich glaube, da müssen wir hinterher. Muss ich da was drauflegen? Ja, aber dann hätte ich doch gerade ein Zeichen gesehen. Wir haben jetzt noch einen Schlüssel für irgendein Zimmer. Das Holzkästchen, was mit in dem Zimmer, was wir. Ah! Stimmt, du hast recht. Stimmt. Das Ding, was wir im Zimmer hatten, genau.
Stimmt, stimmt, stimmt. Das Ding, was wir im Zimmer hatten. Nee, da kann man doch gar nicht hoch. Hä? Jetzt bin ich verkehrt rumgelaufen, oder? Ja. Da rein. Nee. Da raus. Ah! Das Irrgarten. Ach, jetzt laufe ich wieder rückwärts. Ja, hier müsste ich gar nicht lang. Genau, hier war die Musik, ne? Hier war das Zimmer. Aber reingekommen sind wir, glaube ich, hier durch, oder? Ja.